Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show Classic vom Mittelalterstudio Winter. Ich bin der Kumpel und ich möchte euch heute mal unseren Winzer zeigen, den der Würxel im Video um das Zeughaus erwähnt hat, der aber gar nicht mehr online war und deshalb kommt er jetzt nochmal als Classic-Video. Der ist eindeutig früher vom Entstehen, als der Winzer den Groschi gebaut hat. Wir haben uns den ja damals nochmal angeguckt. Und Groschis Winzer ist, das muss man sagen, und deshalb schaut ihn euch an, entweder bei Groschi auf dem Kanal oder bei der Redaktion Holtex. Groschis Winzer ist eindeutig der Hübschere. Ne? Und er ist auch noch etwas im Detail feiner ausgearbeitet. Insofern ist der schon sehr, sehr sehenswert. Bei uns wird es demnächst irgendwann in Flosshausen auch nochmal wieder einen Winzer geben. Der hat dann so ein bisschen davon, den Erfahrungen, die Groschi und ich gemacht haben, während wir Groschis Winzer gebaut haben, auch nochmal partizipiert, wie man so schon sagt. Und konnte deshalb daran einfach teilhaben, sodass der auch, auch wenn er kleiner ist als Groschis Winzer, auch detaillierter sein wird. Der Winzer hier ist sozusagen der Prototyp unserer Winzerreihe, aber nichtsdestotrotz ist er nicht schlecht. Also es ist schon ein durchdachtes Gebäude, nur im Laufe der Zeit sind wir beim Winzerbau einfach noch ein bisschen besser geworden, denn es ist trotz allem ein recht komplexes Handwerk, Wein herzustellen. Ich werde auf dem Rundflug nachher am Ende verzichten, weil das Video zeigt eigentlich alles, wie es ist. Das Einzige, was damals, glaube ich, nicht war, war das Zeughaus und so einige kleinere Verfeinerungen. Und ich bin ja jetzt auch schon so ein bisschen mit euch hin und her geflogen. Das Video hat die originale Tonspur mit Würxel und mir. Und das Video ist auch von der Bildqualität wahrscheinlich, werde ich nichts groß dran machen, weil es mit dem It's Magic Melon Shader aufgenommen ist. Jetzt im Moment seht ihr das Ganze mit Zeos, also dem Sonic Ethers Unbelievable Shader. Gleich seht ihr das Ganze nochmal mit It's Magic Melon. Und da wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt auch ganz, ganz viel Spaß dabei. Bleibt uns gewogen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann! Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Show vom Kumpel und vom Würxel. Und heute haben wir euch unseren mittelalterlichen Winzer mitgebracht. Ja, einen, also der in der Stadt wohnt. Wir haben nur einen Winzer. Ja, stimmt. Dum, dum, dum. Da gehen wir hier mal ein Stückchen den Weg entlang, der übrigens der Bischofsweg ist, weil er zum Anwesen des Bischofs führt. Und er führt aber auch zum Winzer und da starte ich gleich mal, zum Weinberg. Den haben wir auf die Art und Weise hier dargestellt, indem wir einfach Zuckerrohr mit Wasserpützen zusammen in einen Berghang geklatscht haben, der allerdings künstlich angelegt ist. No. Ja, das ist unser Weinberg. Gut. Willst du mich ein bisschen trösten? Mm. Oder bist du der Meinung, das ist bei Weinbergen unnötig? Na, bei Weinbergen muss man weinen. Mal schnell ins Haus gehen. Ja, dann gehen wir schnell mal uns ein bisschen Wein anschauen. Wein? Das ist das Haus des Winzers. Also streng genommen sind es zwei Häuser des Winzers. Ja, Fabrikationshaus sozusagen. Und ja. 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 Und ein Wohnhaus. Nicht Weinhaus, Wohnhaus. Ach so, ein Wohnhaus. Scheiße. Das heißt, in dem anderen Haus wohnen natürlich auch, aber. Oberer Falkenweg. Mühlstraße. Nein, Mühl. Mühlstraße. Ja. SZ gibt es bei Minecraft nicht. Es ist ein nicht deutsches Programm. Ja. So, was haben wir denn hier oben? Das hier sind die Kübel, in denen die Leute den Wein mit blanken Füßen zertrampeln. Die stellen sich hier rein und trampeln und trampeln und trampeln. Da drüben genauso. Komm, ich gehe nochmal trampeln. So, trampel, trampel, trampel oder so.
Sieht ein bisschen aus, als würde ich einen Kübel vögeln, oder? Ja. Ich steig mal raus, ich geiler Kübelböck. So, das wird hier zerstampft, der Wein, die Weintrauben. Und dann fließt das hier durch diese schöne Rinne da rein. Genau. Dann machen wir gleich mal unten weiter. Ja, gehen wir gleich mal gucken, wo es rauskommt. Dann gehen wir mal gucken, wo es rauskommt. Dick, nicht hinten. Nein, es kommt nicht hinten raus. Sondern unten. Da kommt raus und läuft hier rein. Und hier ist es denn jetzt die Maische, ne? Genau. Die Maische, die maischt hier so rum und wird von hier aus in Fässer gefüllt. Da. Ja. Zapfahren, Fass, Ablauf. Ne? So. Hier unten im Keller liegen die guten Weine, die schon eine Weile reifen. Ganz viele Fässer. Wie ihr seht, das ist ein kleines Vermögen wert. Und deshalb ist unser Winzer auch ein kleiner gemachter Mann. Ja. Weil der Bischof und der Graf alle kaufen hier. Und die reichen Kaufleute natürlich auch. Die reichen Kaufleute natürlich auch. Oder der Werftbesitzer oder der Rede, Holtex. Wenn der ein Gelage hat, kauft er hier. Wollen wir nach oben nochmal gehen? Du kannst ja von der ja, oder wir machen die Weinverarbeitung weiter. Ja. So, was haben wir hier nochmal? Ach, hier waren so ein paar extra. Ach so, hier sind die Rosinen. Genau, richtig. Hier werden getrocknete Weinbeeren gemacht. Ja. Auch Rosinen genannt. Hier seht ihr die Rosinen zum Trocknen ausgelegt. Ihr seht, die vorm Fenster trocknen schneller. Die sind schon ganz schwarz. Die weiter weg sind, die sind noch ein bisschen grüner. Alles voller Rosinen. Hier stehen dann die ersten Rosinen, die getrocknet wurden. Und hier werden die dann weiterverarbeitet, in Fässer gepackt, in Kisten gepackt. Oder in Beutel oder wie auch immer. In Beutel und werden dann verkauft. Ne? Rosinen sind gerade im Winter, im Mittelalter, ein nahrhaftes... Ja, auch für Reisen. Extra das oder war für Reisen. Vitamin und genau. Für den Geschmack. Vitamine sind da auch noch drin, das Tolle dran. Auch wenn man das weiß, dass das von den Römern schmeckt nicht. Das hier oben sind neue Fässer. Wenn man sie kocht. Ne? Neue Fässer. Genau. Wir gehen da raus. Ja, eingelagerte Fässer, also leere Fässer. Leere Fässer, genau, vom Küfer bestellt und gekauft. Den Küfer lernen wir später noch kennen. Und da sie, ja, da sie leer sind, kann man es auch gut unterm Dach lagern. Hier kommt mir gerade ein neues Fass abgelassen. Ja, oder hoch, man weiß es nicht. Ich bin auch abgelassen. Gut. Dann verfolgen wir den Wein weiter, der geht im anderen Gebäude. Ach so, richtig. Wir wollen den Wein verfolgen, nicht rumfliegen. So. Dann muss man in den anderen Keller, genau. Genau. So, hier wird jetzt die, dreh dich mal um erst. Da ist die Maische gelagert, die muss ja reifen, also gären und so weiter. Ja. Und wenn das dann fertig ist, dann wird das hier oben hochgerollt, wird ausgeleert, ja. Weil die Maische selber, also man will ja nur die Flüssigkeit haben und nicht das ganze Zeug, was da so mit rumschwimmt, also die ganzen Kerne und Traubenreste und was weiß ich was alles. Eventuell noch ein paar Äste, die mit reingerutscht sind. Ja, das ist zusätzliche Arbeitsfläche, genau. Und dann wird das dadurch so ein, ja in dem Fall ist es jetzt ein was haben wir da, ein Trichter? Das ist ein Trichter. Da ist ein Sieb halt drin, also wird gefiltert, damit dann unten in das Fass nur die reine Flüssigkeit reinkommt. Da muss man natürlich dann manchmal, um ein Fass voll zu kriegen, zwei von den anderen Fässern leer machen. Ja, deswegen ist das hier ein anderer Raum. Hm. Und dann werden die vollen Fässer natürlich wieder rausgerollt und dann entsprechend im anderen Keller eingelagert oder eventuell auch gleich an andere Händler weiterverkauft, die sie dann selber einlagern, wie auch immer. Dann gibt es da noch ein Türchen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ja, wo führt das denn hin? Ich höre einen Zombie. Schon wieder? Haben wir hier Hohlräume? Ich weiß es nicht, kann sein. Hm. Ist ja echt nervig. Ich glaube, ich bin, in dem Schrank. Wir sind in unserem Fluchttunnel. Ja, ja. Ich wollte nur mal... Ha, das ist eine Überraschung, was? Wir sind jetzt hier. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht. Im Kronkhof. Ah. Jetzt wisst ihr auch, wohin der Fluchttunnel... Ah ja, wir sind wirklich im Kronkhof. Da ist das Hühnerspaßbad. Wohin dieser Fluchttunnel denn so führt. Und um die Runde vollständig zu machen, gehen wir hier auch wieder raus aus dem Kronkihof. Achtung, kurze Danksagung. Ah, danke. So. Huhn auf Kirche. Ah, ist eine Taube. Ja. Und dann kommen wir hier wieder zum Winzer. Ja. Ja, nur, dass ihr von der Logik her versteht, wie sich das aufbaut. Na, vom das Winzer hier ist die Friedhofsstraße. Straße. Und die Mühlstraße wieder, die kennen wir ja schon.
Und jetzt können wir von außen die Tür zumachen und nach oben gehen. Genau. Oder wollen wir erst rumfliegen? Nicht, dass die Sonne untergeht, bevor wir... Ja, dann fliegt noch mal ums Wohngebäude rum. Einmal so rumrum. So. So, da seht ihr das Arbeitsgebäude oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll in dem Fall. Die Fabrikation, Anbau, die... Wie auch immer. Ja, das Winzergebäude. Und hier seht ihr das Wohngebäude. Achtet mal auf die Knöpfe mit Tellern zur Dekoration. Genau. Etwas aufwendiger im Bau, aber... Ja, ich fand's schön. Und da oben haben wir noch ein schönes Detail. Da wachsen ein paar Blümchen. Also streng genommen stehen da Blumen. Ja, ansonsten ist es ein relativ unspektakuläres Gebäude. Aber es war halt auch der Augenmerk diesmal eindeutig auf dem Winzer. Und nicht so sehr darauf, ein spektakuläres Gebäude zu bauen, weil wir uns auch dachten, dass das ein Praktiker einfach ist. Ja, dass dem so ein hochdekoriertes Gebäude nicht so wichtig wäre. Er hat sich hochgearbeitet und... Ja, vor allem hat er den guten Wein vor Augen. Genau. Hier haben wir eine kleine Küche. Ich weiß die Aufteilung gar nicht mehr so richtig. Ja, lassen wir uns hier überraschen. Hier gibt es ein Kinderzimmer, würde ich sagen. Genau, ein bisschen bunter. Das ist der Kinderzimmerbeweis. Eindeutig Kinderzimmer. Ja. Dann haben wir hier... Das dürfte dann der... Ja, ein Wohnraum. Wohnbereich mit Bibliothek, genau. Also ja, so. Für ein paar Bücher halt. Und hier haben wir ein Elternschlafzimmer, würde ich sagen, genau. Ja. Ein Schrank. Einbauschrank. Ja. Noch ein Schrank. Und hier mit dem Blümchen, es wirkt gerade ganz idyllisch, ne? Mit dieser Unschärfe da. Süß. Süß, 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 süß. Guck mal, der Lichtschatten, das Lichtspiel da ist auch cool gerade. Ja. Weiß nicht, haben wir einen Baum vorm Fenster? Ja, weiter weg, ein paar stehen. Keine Ahnung, es könnte schon stattfinden. Ah, ne, da ist der Rauch. Ah, der Rauch ist das, ja. So, dann geht's hier noch nach oben. Wie gesagt, ich bin mit dem Haus gar nicht mehr so vertraut. Wir haben jetzt ganz schön lange nicht gedreht und nur gebaut. Dadurch haben wir zwar viel gebaut, aber manche Gebäude, die schon länger stehen, schon fast wieder vergessen. Ich glaube, da wohnen... Hier wohnen auf alle Fälle zwei Leute hinter braunen Vorhängen. Mal gucken, was hier sonst noch in dem Stockwerk ist. Ich glaub, Erinnerung kommt. Hier sind nochmal zwei Betten. Ja, das sind, glaube ich, alles die Knechte bzw. Arbeiter. Ja, die Weinleser, die er so hat, die leibeigenen Weinleser. Na, die Weinleser sind eher Hilfskräfte, die nur angestellt werden, wenn Lese ist. Aber ja, er hat Sachen zu tun. Ja, ich sag ja, für die Maischeverarbeitung und für Rosinensachen und so, da hat er ja auch sein Leute. Mhm. Oh, Schattenbug. Ja, das ist in dem Fall ein Shaderbug. Na gut. Das ist eher ein Bug von der Grafikkarte, die sagt, quäl mich nicht mit so einer Scheiße. Ach, und hier oben sind die Wanderarbeiter. Genau, hier kommen die Wanderarbeiter hin. Die dann nur zur Weinlese kommen. Na, guck mal, der Mond ist aufgegangen. Nein, er geht gerade auf. Der Mond geht gerade auf. Hm. Geradeaus übrigens. Ja, geradeaus, ja. Geradeaus auf. Oh, da geht die Sonne unter. Hm. Witzig mit dem Blümchen. So, Türchen zu. Dann sind wir da aber schon durch. Ja, schon. Es war ein Gebäude, das ich gewaschen hatte, sag ich mal. Also ein Winzer ist ein nicht ganz einfaches Gebäude, macht aber viel Spaß. Das Ganze hat keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit, aber es ist schon nicht völlig unrealistisch. Wir mögen Schritte, Details der Weinverarbeitung vergessen haben, nicht bedacht haben, nicht gewusst haben. Wir sind keine Winzer. Nee. Aber wir haben versucht, das so realistisch wie möglich zu machen. Ich denke, man kann sich vorstellen, was da gemacht wird und dass es ein Winzer ist. Also ja, denke auch. Sollte klappen. Was machen wir als nächstes? Ja, vielleicht können wir dann zum Küfer gehen. Na, wir könnten die zum Küfer gehen. Den Fässerbauer mal angucken. Okay, dann seht ihr im nächsten Let's Show den Küfer. Gerade live entschieden. Genau. Und bis dahin verabschieden wir uns. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.